Zu welchem der Gebäude wollt ihr nun? Tempel oder den Rumas. Bauern? Rumas. Rumas? Oder Guljok. Maultags, wohin wolltest du? Da du mich mit einem Ignoratia belegt hast, naja, du wirst meine Antwort eh nicht hören. Also, ich versuche zu. Ich höre dich schon, aber also andere können dich nicht sehen. Halt. Ach so, okay, gut. Aber du nimmst mich weiter normal wahr? Als Urheber des Dieser Zaubers? Zauber sorgt dafür, dass der Magier von zu vielem Mord nicht bemerkt wird. Also du kannst untertauchen, du kannst sprechen, kannst du dich aufmerksam machen. Okay, du nimmst mich also wahr. Das ist Also, okay. wenn du ihm Das an der nicht Hand. bemerkt, Nee, nee, oder nee, du nee, wirst doch nee. nicht gehört. Wenn du ihn, wenn du kannst ja aktiv aus deiner Tarnung Genau. raustreten, Ja. indem du dann an seinem Okay. Rock ziehst oder sowas. Gut, alles klar. Nein. Doch. Bitte hier nicht. Die Umstehenden haben kein Interesse an ihm. Solange nicht von sich aus mit ihnen interagiert, steht dabei. Ja, das ist kein Interesse, weil das, was er zu sagen hat. Ja, er aber will ja, Voltax will ja ja, interagieren. genau. Ja, aber das ist Ich egal, inter was er will. Du musst durch deine eigene Illusion durchkommen. Aber hat er nicht gerade im zweiten Satz gesagt, bis er von sich aus mit denen interagiert? Ja, Oder habe ich genau, das jetzt so verstanden? das steht da Ja. irgendwie. Also wenn Also. er mit ihnen Oh, du interagiert, hast recht, hier ist ein Ja. Nebensatz. Ist gut, alles gut. Dann ist egal. Gut. Ja. Gut, dann spreche ich natürlich auch zu Abelmir. Naja, der, den ich verzaubern wollte direkt, oder? Romases Shamasho Guljokjokjonaho. Ich glaube, ich wollte Guljokjok. Ja, das war er, glaube ich. Tief. Ihr wollt tief. Nun, von wollen kann keine Rede sein. Aber wir müssen. Dann los. Und damit preschen die Haie wieder nach unten und ihr werdet wieder durch die dunklen Wassermassen gezogen. Immer tiefer und tiefer auf den Krater zu. Ihr könnt da jetzt auch zum ersten Mal jetzt diesen gewaltigen Tempel der Grundmutter erkennen, der ganz oben steht, aber auch der ganz unten steht. Am Krakenpalast von der Leichmutter mit dem lebenden Thron von Quornack vorbei. Und ja, kurz bevor ihr dann an den Spalten hindurchrauscht, könnt ihr sehen, wie die Haie wieder anhalten und sie verlangsamen und Captain Krak euch jetzt tatsächlich gleiten lässt. Den Rest müsst ihr alleine schaffen. Schulairak behüte euch. Ich nicke nur. Aber er wird es vermutlich nicht wahrnehmen, weil ich unter Ignoranz stehe. Nun, dann lasst uns aufbrechen. Ja, während du dich dann gerade aus dem Ledergeschirr befreist, kannst du sehen, wie aus dem Tempel der Grundmutter jetzt weitere Highreiter entgegenkommen, die wohl nicht zu Captain Krack gehören. Und die warten erst einmal lauernd, nehmen ein bisschen Abstand und schwimmen leicht von euch entfernt. Abelmi, du siehst aber auch, wie sie wohl auf dich und auf Montazzi zuschwimmen. Sie sprechen auf Rissar tatsächlich. Auf Rissar sprechen sie euch an. Hey, ihr! Ja, Herr? Zurück auf die Felder! Gleich. Wir müssen ihn opfern. Die Mutter hat es befohlen. Wem opfern? Den großen Jonaho. Ihr wollt nicht zu Jonaho. Nein, wir wollen zu einem Tempel. Wir müssen opfern. So befahl es die Mutter. Welches Opfer? Ein spezielles, das dürfen wir nicht sagen. Du siehst, wie er mit dem Speer, Knochenspeer, weiter auf dich zugeschwommen kommt, hat sich mittlerweile von seinem Hai gelöst. Mein Hai ist hungrig. Aber dann können wir nicht opfern. Jonahur wird böse. Du bist kein Priester. Nein, ich bin nur ein Bauer. Er blickt dich nochmal an, scheint zu nicken und das zu bestätigen. Warst du auf dem tiefen Markt? Welche Prise führst du mit dir? Ich zeig auf Montazzi.
Er leckt sich über die Lippen. Er schaut sich ein bisschen verblüfft an. Ich verstehe. Ein Opfer für Yonaho. So sagt es die Mutter. Wir fordern unseren Tribut. Ich brauche ihn vollständig. Solange er noch lebt. Tut ihm nichts. Yonaho wird sonst böse, wenn er sein Opfer nicht vollständig bekommt und beschädigt. Wer bist du, Bauer, dass du uns Kriegern widersprichst? Ich befolge nur die Befehle meiner Mutter. So wie ihr die Befehle eures Herrn befolgt. Würfel meine Überredenprobe. Oh Gott. Plus 15. Wow. Ja, komm, ist doch einfach. Sekunde. Du sprichst auch gerade Rassan, ne? Ja. Überreden hast du wieder, oder? Überreden plus 15. Schicksalspunkt hast du nicht. Wen wundert's? Tja, Mutter, sie. Du siehst, wie der Speer blitzschnell nach vorne zuckt, fährt durch den Arm von Montazzi. Der jault einmal auf, geschickt dreht der Krieger und du merkst wohl, wie Knochen getrennt werden, auseinandersplittern. Elle und Speiche knacken vernehmlich und dann merkst du, wie der Arm von Montazzi irgendwo neben ihm schwimmt. Er packt ihn sich einmal, drückt die eine Hälfte seinem Hai ins Maul, die andere reißt er sich selbst und dann setzt er sich auf sein Hai wieder drauf, gibt ihm die Sporen und die Haie schwimmen wieder zurück in den Tempel der Leichmutter. Und Tazi heult und schreit, blubbert, Moment, brabbelt. Wird er nicht vielleicht ohnmächtig? Genau. Ich meine, das sind mehrere Wunden, die er bekommen hat, vermutlich. Ja, also mehr als drei. Der würfelt jetzt erstmal eine Selbstbeherrschungsprobe. Die harmlose Gestalt ist aufrechterhalten. Aufrechterhaltend? Mhm. Okay. So, RIP, meine Boys. Er wollte ihn jetzt vielleicht doch noch irgendwie retten. Ich muss gerade mal schauen. Zauber dauert 10 Aktionen. Ich hab das nicht mitbekommen. Ich verstehe nicht, Rissa. Ich würde ihm meinen Zauberring aufsetzen, dass mit die Blutung gestillt wird. Ist der aufrechterhaltend? Ja, kannst du sehen. Wirkungsdauer zu der 4-Sterne-Spielrunden, Klammer auf, Klammer zu. Ja, okay, das A sehe ich. Hat er nicht vorher, wenn er schlau ist, nicht aufrechterhalten umgeändert? Das zieht extrem an der Aber du, guck mal, die 15-2, also er wird nicht ohnmächtig, er wird es tatsächlich dann trotz der Schmerzen und seinem abgerissenen Arm, wird er das schaffen. Mit dem guten Wurf. Passt. Montazio ist ja auch kein Dulli, ehrlicherweise. Nee, das ist ein herausragender Hellsichtsmagier. Also seine Illusionszauber sind nicht ganz so brillant, aber... Dafür hat er das hier irgendwie nicht kommen sehen. Nee, hat er nicht. Jetzt einarmig. Das ist natürlich ja, einarmig ist richtig scheiße für Magier, weil dann kriegst du jedes Mal die Erschwernis für die Geste. Ja. Das stimmt. Aber er ist Gildenmagier, also ist nicht so schlimm mit der Erschwernis. Keine Sorge, aber mir baut ihm einen neuen. Genau. Jetzt. Ja, und damit habt ihr zumindest die Highreiter oder die Patrouille der Krakonier fürs Erste überwunden. Ob das jedes Mal so läuft, wisst ihr jetzt natürlich nicht. Kannst ihn aber zumindest dann wieder mit nach unten ziehen. Und er selbst wird dann mit seinem verbliebenen Arm nicht wirklich schwimmen können. Du kannst ihm dann auf die andere Seite deinen Ring aufstreifen, den du von Darion Paligans Bordmagier abgenommen hast, sodass ich dann Vespertilio Organo, ja, es kann sein. Und dass sich dann zumindest die Wunde schließt und er nicht mehr verbluten wird. Vor allem im Salzwasser kann das eine unglaublich unangenehme und nochmal schmerzvollere Tod, vielleicht, ja, durchaus ein Tod sein. Aber er ist nicht mehr in der Lage zu schwimmen. Man soll jetzt sowieso geopfert werden, von daher ist das in Ordnung. Und ob der an dem Tempel von Sholairak vorbeikommt, ist eine ganz andere Sache. Ja, irgendwo auf der rechten Seite von euch könnt ihr dann noch den Tempel der Algengöttin Barlana erkennen. Das soll ja wohl irgendwie eine Instanz von Pereine sein. Vielleicht könnt ihr die sogar helfen. Lass uns doch drüber schwimmen. Gut. Ach, da bist du. Ja, fass mir ein bisschen am Arm, damit ich den nicht verliere. Ja. Und
Die Frage ist die folgende: Soll ich weiter nach unten tauchen? Mich schienen sie ja nicht bemerkt zu haben. Ich weiß nicht, ob es klug ist, sich zu trennen jetzt schon. Wir geben ihn beim Tempel ab und schauen, ob sie was für ihn tun können, und dann sehen wir weiter. Er muss auf jeden Fall versorgt werden, da hast du recht. Zur Not lassen wir ihn dort. Er kann ja nicht ertrinken, zum Glück. Das stimmt. Er kann nur erfrieren, aber na gut. Schwimmen wir, meine ich. Ja, so könnt ihr zum dunkelgrünen Algenteppich aufschließen, der nicht weiter tiefer liegt und euch nicht in dieses unheilige Licht einhüllt. Aber ob das wirklich der richtige Tempel für euch ist? Wenn ihr auf ihn zuschwimmt, könnt ihr sehen, wie ihr den Eingang passieren könnt. Es gibt hier keine Wachen oder Wächter. Es wirkt aber vor allem der Rand organisch auf euch. Ihr fühlt euch, als würdet ihr in ein gewaltiges Organ schwimmen, vielleicht in so etwas wie ein Gehirn. Zumindest könnt ihr auf dem Boden und an den Decken, an den Wänden Windungen erkennen, wie Schwämme. Und wenn ihr dann weiter und weiter kommt, Biegungen, um wirkliche Ecken gibt es nicht, aber Biegungen könnt ihr dann in ein Hauptschiff gelangen, wo ihr dann tatsächlich auch Priester sehen könnt. Es sind so vielleicht 5, 6. Was euch aber auf den ersten Blick schockiert, sind Menschen. Menschen, die hier unten immer noch lebend an die Wände eingelassen sind, in den Boden, in die Decke. Sie hängen, sind eingewachsen, und ihr könnt erkennen, wie einige Priester Leichen mit Stäben in ihre Bäuche hineindrücken oder den Laich, der schon drin ist, ja, kontrollieren, wo er aufgezogen wird oder heranwächst. Aber ich glaube, wir sind hier am falschen Ort. Nur hier können sie uns ihm helfen. Wir könnten ihn zumindest hier lassen. Er wird hier nicht weit auffallen, hoffentlich. Und wir müssen unsere Reise fortsetzen. Ja, du hast recht. Ihr könnt sehen, wie ein Priester auf euch zugeschwebt oder geschwommen kommt und sich dann vor euch abschätzig, er blickt euch an. Was tut ihr hier? Ich kenne euch nicht. Seine Hand wurde gefressen auf den Feldern. Hai. Scheint zu nicken. Das sieht mir nach den Speeren der Krakonia, der Krieger, aus. Ja, sie wollten ihn ganz fressen. Ich konnte es gerade noch verhindern. Komm mit, hier bist du richtig. Balana wird sich um dich kümmern. Geh einfach mit. Ich titsch ihm mit einer Hand und zieh von der anderen Hand den Ring ab. Du ziehst ihm den Ring wieder ab? Ja. Also, okay. Du kannst sehen, wie die Augen von Montazzi immer noch weit aufgerissen sind, auch wenn er jetzt wie ein krakonischer Bauer zumindest auf die anderen wirkt. Auf dich wirkt er ja wie der harmlose Montazzi wohl immer noch, weil von ihm keine Gefahr ausgeht. Aber du siehst diesen Unwillen und diese Schmerzen, die ihn immer noch quälen. Halt durch, wir holen dich ab. Bald. Hoffentlich. Hoffentlich. Hast du auf Rissa gesprochen? Ja. Sein Mund öffnet sich wieder, er blubbelt was, und dann könntest du dich wieder umdrehen und mit Boltax hinausschwimmen. Wir sollten gehen. Lass mich kurz noch einen Zauber auf mich wirken. Ich würde dann auch diesen Ignoranz hier auf mich wirken. Noch mal Zeit lassen. Ich würde dir mal meine Hand geben. Ich wollte gerade sagen, sonst seid ihr hier wirklich alleine. Ja, wir sollten vielleicht ein Seil nehmen. Nur einen Stab nehmen, ein Seil verwandeln und uns gegenseitig an festknoten, sondern gegenseitig, dass wir uns nicht gegenseitig verloren gehen zur Not. Das ist gut. Stab hast du ja sowieso schon als Seil um deinen Bauch. Genau. Ich würde mir Zeit lassen, die Zauberdorfer in Doppeln wieder eine +2-Probe. Deinen Stab hast du dann aber auch nicht in der Hand, ne? Ja, das ist im Bauch halt. Ja, aber den kannst du nicht benutzen jetzt für dieses für diesen Zauber als ist alles gut. Fokus. +2. Und der hält bei mir jetzt auch nicht etwa eine Stunde jetzt etwa. Der Schwert ist ja in dem Fall jetzt +13 auf Quatsch, noch mehr so, ja. Was, guck mal, erklären uns, was das ist.
Gut. Und so könnt ihr den Tempel wieder verlassen, der für euch selbstverständlich ein absolutes grausames Bild zeigt, gerade mit den immer noch lebenden Menschen, die wohl im ewigen Ertrinken begriffen sind und die dann auch noch misshandelt werden als Brutstätte, als Wirtskörper für neue Krakonier, die dann hier bei Barlana herangezüchtet werden. Ihr taucht tiefer und tiefer, könnt dann den ein oder anderen Tempel hinter euch lassen. Einfach dran vorbeischwimmen, werdet auch nicht von weiteren Wachen aufgehalten. Ihr seht aber auch noch, wie dort unten irgendwelche Seeigel sitzen, die euch aus schwarzen Augen anstarren, oder Kraken, die in den Nischen sitzen und mit ihren Fangarmen spielerisch nach euch tasten. Könnt dann so ein bisschen auch wegschwimmen vom Kraterrand, sodass ihr weiter in dieses silbrige Licht vom Fexenstern gehüllt werdet. Und dann blitzt dieser Stern einmal vor euren Augen auf. Ihr werdet einmal von diesem Licht geflutet. Und dann könnt ihr einen eiternden Krakenleib erkennen. Er klammert sich unter der Last des gefallenen Sterns an den Schlund, versucht ihn nach oben zu drücken oder zu ziehen. Ihr habt gerade die Orientierung verloren. Die Tentakel durchziehen blau schimmernd den Felsen, auf dem Jahr zu Gott errichtet ist. Ein gewaltiger Krakenleib. Ihr könnt zuckende Körper erkennen, wie sie langsam in die Tiefe gleiten. Ertrunkene Seeleute. Ihr könnt Haie erkennen und Krakenmolche, die sich auf sie stürzen, sie zerreißen, ihre Glieder abbeißen, so wie es eben bei Motazi geschehen ist. Die Strömung. Die wenden euch noch die Gesichter zu. Du kannst... Ist das Isarun? Kiaras? Voltax, du kannst deinen Bruder erkennen. Aber mir, du erkennst deinen Vater. Papp, das ist nur ein Gespinst. Ein was, Gespenst. Was macht mein Vater hier? Er ist wohl zu See. Fall nicht auf das Ganze herein. Mein Bruder ist bei mir. Und dein Vater ist sicherlich noch im Horasreich. Du siehst gerade, wie Yalan in der Mitte zerbissen wird. Der mächtige Kopf, der Kiefer, das heißt, schüttelt einmal und die Beine fliegen in die eine Richtung. Der Körper treibt in die andere, Blut sprudelt aus ihm heraus und der Hai zieht einmal die Nase hoch, schwimmt durch diese Blutfontäne, die Yalan gerissen hat, und verschlingt dann die untere Teile. Er kann es nicht sein. Ich habe ihn aufgehen sehen. Licht. Er ist ins Licht gegangen, genau. Das hier ist nur eine Illusion, ein Trugbild. Aber mir. Wir müssen weg hier zum Tempel. Ja. Gib mir eine weitere Mutprobe. Wieder plus 3, oder? Wieder plus 3. Beziehungsweise Platzangst würde weiterhin erschweren. Ist aber nur ein Punkt, weil du ableitest auf das Attribut. Ich hab's eh nicht geschafft. Hast es trotzdem nicht geschafft. Dann gib mir mal bitte einen weiteren W20. Ja. 16. Du, auch als Zwerg, kannst dir den Nachteil Schlafstörung 1 aufschreiben. Alles klar. Das Blitzen vom Fexenstern verebbt und ihr treibt wieder ohne die Leichen von euren Freunden auf den Spalten von Jarl-Zugott. Ja, ich probiere mich in dem dämmerigen Licht dieses gefallenen Sterns und der schummrigen Beleuchtung der Umgebung ein bisschen zu orientieren, um diesen Tempel wieder zu finden, des Yunau. Direkt neben dir kannst du wohl erkennen, es ist ein zackiger, es sieht fast aus wie ein Seeigel, dieser Tempel. Auch wenn die, also eher aus Muscheln oder aus Korallen gearbeitet, aber zackig, unglaublich zackig, sodass du dich an ihm aufschneiden könntest. Und du siehst, wie unglaublich viele Haie drumherum schwimmen. Also auf den ersten Blick kannst du sie nicht wirklich zählen. Es sind hunderte von Haien, die jetzt hier drumherum schwimmen. Du kannst sehen, wie sie wohl nach einigen Fischen schnappen, die auf die Spieße aufgesteckt worden sind, die von diesem Tempel nach oben streben. Unglaublich viele Haie. Das muss wohl der Tempel von Sholairaka sein.
Den würde ich probieren, möglichst umgehen und mich zu orientieren. Wir waren da schon, weil die sind beim Tempel schon angekommen, oder? Vorhin. Oder? Mich ist zwar da doch und hat sich seine Hand verloren gerade. Nein, der war noch weiter oben. Ach so, okay. Ihr müsst noch weiter tiefer. Wenn das der Tempel von Sholairak ist, dann müsste der von Yonaho noch weiter unten liegen. Es müsste der sein, der als nächstes kommt, oder Abelmir? Okay, ja. Halt auch schon nach einem gigantischen Kraken. Ich gucke mal auf den gigantischen Kraken, der hier allgegenwärtig zu sein scheint. Abelmir. Ein Gebäude gebaut, wie ein riesiger zehnarmiger Dekapus. Selbstverständlich. Ja. Ja, ob du dich wirklich richtig erinnerst, ob das jetzt die nächste Stufe ist oder ihr noch eins weiter müsstet. Zumindest kannst du ersehen, wenn ihr die Spalte euch noch einmal weiter nach unten zieht und den Götterkrater noch tiefer nach unten schwebt, kannst du sehen, wie dort wohl, das muss ein gewaltiges Trümmerstück sein vom verheerten Jarl zu Gott, was hier wohl zusammengetragen worden ist. Ein Tempelrund von steinernen, im unruhigen Licht der Tiefe, es wirkt fast wie lebendig, Krakenarme umgeben. Die eigentliche Form des Bauwerks ist noch zu erahnen. Hatte wohl ehemals einen anderen Zweck, aber so wie es jetzt aufgebaut worden ist, ja, umsät mit den Gebeinen von gefallenen Krakoniern. Das muss ja wohl sein. Ich würde mich umschauen, ob da Wachen oder anderes Getier als Wächter eingesetzt werden. Nee, im Gegensatz zu den Haien oder den anderen Kreaturen auf den anderen Ebenen, die ihr schon hinter euch gelassen habt, kannst du nichts erkennen. Aber du müsstest tatsächlich noch den Götterkrater tiefer in das silbrige Licht von Fex schwimmen. Ja, wenn es so sein muss. Ich würde Boltax bei der Hand nehmen und ihn mitziehen. Ja. Ich lass mich mitziehen. Eine weitere Mutprobe plus 3. Oh Mann. Bei mir wieder plus 4, oder? Genau, wegen der Platzangst. Ja. Das ist genau geschafft. Gerade gelungen. Ihr schluckt einmal runter und könnt euch dann ja in dieses Abbild hinunterziehen, an den Krakenarmen entlang, bis ihr dann den Tempel... Ja, betreten ist das falsche Wort. Hineingleitet. Das Innere ist von kriegerischen Szenen geschmückt. Ein Relief, was euch hier empfängt. Ein altes Steinbild, was Krakonia zeigt, die sich im Kampf mit anderen Meereswesen messen. Gibt es irgendwelche Öffner? Normalerweise im Tempel gibt es ja Haupttüren, aber ich vermute mal, diese Tempel sind völlig anders gebaut als menschliche Tempel oder ja, was die überstehen würde. Spalten gibt es tatsächlich überall und du musst auch nicht auf sowas wie den Kraterrand tauchen, um dann reinzugehen, sondern du kannst dich auch von oben hineinziehen oder von den verschiedenen Seitenöffnungen. So auch das würde gehen. Ich würde ja wahrscheinlich eine Seitenöffnung wählen, die nicht ganz so exponiert ist. Um etwas nun ja diskreter vorzugehen. Also einen Seiteneingang, wenn man so will. Mhm. Ja, dadurch leidest du dann viel mehr unter dieser Platzangst. Du weißt nicht genau, ob alle Spalten dann auch in das Innere führen. Gerade wenn sie dann vielleicht einem Menschen hinein. Ja, Raphim würde hier nicht mehr reinpassen. Es gibt dir natürlich auch Sicherheit, dass du nicht von irgendwelchen Seiten angegriffen wirst. Aber selbst wenn du dich hier in diesen Spalten nach innen ziehst, merkst du wohl dieses Wasser und dieser Druck um dich herum. Wenn du weißt, dass du 6000 Meter unter der Wasseroberfläche bist, ist natürlich ein ganz ekelhaftes Gefühl. Und gerade wenn du weißt, dass Fex hier einen Stern drauf geschmissen hast und du in seinem Licht badest oder in dem kranken und perversen Licht von Charybdoroth, das macht was mit dir. Und hier, selbst in diesem engen Spalt, wo auch nicht mal ein Krakonia reinpasst mit ihren dicken Bäuchen, kannst du sehen, wie diese Wände beritzt worden sind mit diesen Szenen eines tödlichen Zweikampfs. Krakonia gegen Krakonia. Faszinierend. Boltax, schwimm noch weiter. Ich drücke Boltax mal in den Spalt rein. Ich schwimm da rein. Bin ja auch neugierig.
Ja, du musst mit deinem dicken Bauch ein bisschen aufpassen, ziehst ihn zusammen und schabst das ein oder andere Mal dann an den versteinerten Kanten und Ecken entlang. Aber hast du eine Rüstung an? Nee, ne? Ja, klar, natürlich. Eine 1er, eine 2. Gib mir mal einen W6 Schadenspunkte. Alles klar. Trefferpunkte. Ich hab tatsächlich erfreulicherweise eine Unterwasserrüstung an, nämlich die, die aus dem Schildkrötenpanzer gefertigt ist. Sehr gut. Aber 6 Punkte Schaden minus deine Rüstung. Jo. Vor allem am Bauch wirst du sie bekommen. Das sind so Kratzer, ne? Kratzer, die sich dann über deinen Bauch ziehen. Alles klar, dann nehme ich 2 Schaden. Und dann schwebt ihr im inneren Tempel von Yona hoch. Wo ist wohl das Gemach des Urpriesters? Nun, das wird sich zeigen, oder? Vermutlich wird es... Ich weiß nicht, ob diese Tempel ähnlich aufgebaut sind wie unsere, aber in der Nähe der Sakristei möglicherweise. Ja, ich vermute auch, hinter diesem großen Opferstein dort. Ja, das könnte gut sein. Ja, die würden mal näher schweben. Probieren wir natürlich irgendwelchen Besuchern, falls irgendwelche Besucher Wächter sind, den möglichst auszuweichen, großräumig. Ja, also Besucher kannst du nicht so sehr viele erkennen. Dafür seid ihr zu tief und Yonaho dann vielleicht die Reise nicht unbedingt wert, auch wenn es ein Gott oder ein Changa ist. Aber wirklich viele Besucher kannst du nicht sehen. Aber 3 Priester, die wohl zusammen herumschweben und sich unterhalten. Du kannst auf alle Fälle an ihren Roben erkennen, dass sie zu der Priesterkaste gehörig sind. Jetzt ist eine gute Frage. Ich würde gerne auf Attack wechseln, aber das kann ich mit Ignoranz ja wahrscheinlich vergessen. Nee, kannst du tatsächlich nicht mehr, nein. Da müsstest du jetzt den Zauber fallen lassen. Aber sie hören uns ja trotzdem nicht. Sie ignorieren uns ja. Das ist richtig, ja. Also wir können uns weiter auf Rissa unterhalten. Es muss leise sein, vermutlich mal. Ja. Wir müssen dort wahrscheinlich lang. Leise, vorsichtig. Natürlich. Leise. Ich zucke schuldbewusst mit den Schultern, aber es sieht Abel mir ja nicht. Ihr dürft mal eine Klugheitsprobe machen.